Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu diesem Weihnachtsupdate. Ich habe mir mal gedacht, ich habe jetzt noch zwei Weihnachtsgeschenke gekriegt, die wollte ich einfach mal zeigen. Ich wünsche euch erstmal alle noch frohe Weihnacht, also frohe Weihnachten und ja, dann ist es schon vorbei, ein besinnliches Fest. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, viele Geschenke, hattet auch viel Zeit mit eurer Familie. Ja, und dann habe ich heute mal einfach mal ein kleines Update. Das hatte ich jetzt immerhin. Wer mein XXL-Update noch nicht gesehen hat, kann es ja auf jeden Fall mal angucken. November, Dezember. Ja, hatte ich ja, ich glaube, 49 Filme gekauft. Und das ist jetzt noch das letzte für dieses Jahr, das letzte Update. Es kommen noch zwei andere Videos. Aber da könnt ihr gespannt sein. Ich werde noch ein fünf, also meine fünf besten Filme des Jahres hochladen. Könnt ihr gespannt sein. So, erstmal hier noch ein Spiel. Kommen wir zugleich. Erstmal kommen wir zum Film. Ja, den neuen Purge-Film. First Purge. Der Beginn einer amerikanischen Tradition. Der neueste Ableger der Purge-Reihe. Finde ich auch richtig klasse. Wir haben hier einen DTS:X-Sound, auch in Deutsch. Das ist ja von Universal Pictures so eine Art eigenes Ding. Die haben ja statt Dolby Atmos DTS:X. Da haut richtig rein. Ja, ich kann schon mal sagen, oh, scharf steht. Ich habe die anderen, es gibt ja noch Teil 1, 2, 3, die habe ich noch nicht in 4K. Werde ich mir irgendwann mal zulegen, weil die Box kriegt man ja schon echt richtig günstig. Ich glaube, so bei 35 Euro, 11 Euro pro Film kann man echt nicht meckern. Dieser Film ist ja sehr gespalten, soll wohl der schlechteste sein. Für mich war immer der erste mit so der schlechteste. Ich fand den ersten jetzt, die Grundidee war echt klasse, aber man hat das Potenzial einfach nicht rausgehauen. Ich fand zum Beispiel, für mich ist der beste Teil Teil 2. Weil die da einfach draußen in der Stadt waren, auf der Straße, die haben geschossen und so. Teil 1 war eben nur im Haus, ist natürlich ein guter Film, aber im Teil 2 hat mir dann echt besser gefallen. Dann bin ich mal gespannt, wie der wird hier. Ist ja auch diesmal FSK 18. Obwohl viele ja sagen, zu Unrecht. Ja, hier die Disc. Steht drauf ab 18. In vielen Ländern sind es auch ab 15 und 16. Ja, leider gleiches Cover. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, die 18er soll wohl nicht die rechtfertigt sein. Also, sie hatten es schwer zu sagen. Also, die Meinung für diesen Film sind ja echt. Also geht echt durcheinander, wo er wegen der FSK auf jeden Fall. Und das war ja damals auch bei Sicario 2, da hat er auch eine FSK 18 bekommen. Ob die dann nun gerechtfertigt sind, weil viele haben auch gesagt, Teil 1 bis 3 waren echt härter. So, kommen wir mal. Krieg das, lass es mal so liegen. Kommen wir mal zum Spiel. Ich habe nur noch, also ich habe noch Battlefield 1 bekommen zu Weihnachten. Spiel habe ich noch nicht gespielt. Ich mochte eigentlich die Battlefield-Reihe immer sehr gern. Bis dann Teil 4 rauskam, da war er nicht mehr ganz so von der Grafik. Ich hatte den aber nur für die Xbox 360 gespielt. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie die Grafik der Xbox One war. Das kam ja dann nochmal für Xbox One raus. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ich lasse ihn mal so liegen. Aber. Also, mir haben die immer Spaß immer Call of Duty war immer besser, aber sind jetzt auch schon. Ich hatte ja mal an die Box Call of Duty Infinity Warfare und da war ja dann als Zugabe Modern Warfare. Ich habe es eigentlich nur wegen Modern Warfare gekauft. Das Spiel kostet um die 40 Euro und die Box zusammen mit die zwei Spiele kam halt 15 Euro. Und das Spiel ist einfach klasse. Modern Warfare ist echt ein klasse Spiel, aber das Infinity Warfare ist echt Müll. Für mich ist es wirklich eins da. Schlechtesten Call of Duty, wie ich finde. Ja, hätten wir hier erstmal Battlefield 1. Ja, ganz schlicht.
Disc. Ganz cool bedruckt. Bei uns ja ab 16, da ab 18 PG. Ja, was kann ich noch sonst sagen? Wie gesagt, Teil 4, ab Teil 4 war es für mich schlechter. Und jetzt kam ja auch noch Battlefield 5. Das soll wohl so wieder Neuanfang, Reboot. Ich weiß auch nicht richtig. Auf jeden Fall werde ich es mal spielen. Mal angucken, ob es mir dann echt gefällt. Ja, das wollte es dann erstmal für dieses Video gewesen sein. Ihr könnt auf jeden Fall mal, wer jetzt neu auf diesem Kanal ist, gerne mal ein Abo da lassen. Würde ich mich echt freuen. Auf jeden Fall mal ein Like, wenn euch so ein Videos gefallen. Und ja, was soll ich sonst sagen? Auf jeden Fall kommen ein paar Videos kommen noch dieses Jahr, deswegen sage ich schon mal nichts.